Gut, damit dann ein herzliches Grüß Gott zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag in Hannover. Ich darf, wie üblich, unseren Trainer Marc Schneider recht herzlich begrüßen. Und Marc, lass uns gerne mit dem Personal beginnen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag. Hallo zusammen. Erstmal, ja, so sind die vier Langzeitverletzten Robin Kehr, Marco Meierhöfer, Sebastian Griesbeck und Gideon Jung, die sicherlich fehlen, werden am Sonntag. Der Rest, ja, mit kleinen Fragezeichen, sollten eigentlich alle dabei sein. Dann steigen wir ein in die Fragerunde. Michael Fischer macht den Anfang. Ich mache den Anfang. Herr Schneider, Rashid Assoussi hat letztens gesagt, im Verein werde man nicht schönreden und knallhart analysieren. Was hat diese knallharte Analyse denn ergeben, auch mit Blick auf das Spiel am Wochenende? Dass wir vieles gut gemacht haben, dass wir absichtlich auch vor allem in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr die Kompaktheit hatten, die wir in der ersten Halbzeit gehabt haben. Und das war sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dann ja, die Bereitschaft, alles dafür zu machen, kein Tor zu kriegen, das haben wir in gewissen Phasen vermissen lassen. Und dementsprechend ging es dann auch einfach um Tore zu schießen, wobei es dann auch ein bisschen Glück dabei war, vor allem beim ersten Tor, dass der Ablenker direkt dorthin geht. Aber so grundsätzlich geht es darum, die Bereitschaft haben, auch Phasen zu akzeptieren und dann auch gemeinschaftlich und konsequent zu verteidigen. Michael, ist das eine Meldung? Oder? Jederzeit, ja. Alles klar. Hey. Ihre Mannschaft hat jetzt 9 Punkte nach Führung verspielt, wurde auch auf Sky relativ groß nach dem Spiel dargestellt. Können Sie erklären, woran das liegt? Ist es eine Kopfsache? Ist es, was wir schon öfter hatten, die Vergangenheit, dass man halt, wenn ein bisschen Gegenwind kommt, wieder denkt, das ist schon so oft passiert, dass wir ein Spiel aus der Hand gegeben haben? Oder ist es eine Mischung aus all diesen Faktoren? Es ist sicherlich eine Mischung, und zwar in erster Linie darum, weil du das Spiel nicht getötet hast, in dem Sinn, dass du das zweite und das dritte Tor machst. So, das ist der erste Punkt, und natürlich kommst du aus der Pause, du kriegst ein Gegentor und dann ist das völlig normal, dass du denkst, boah, shit, nicht schon wieder. So, das geht jedem so und allen Mannschaften so. Nichtsdestotrotz musst du dich dagegen wehren. Und das haben wir in diesem Spiel nicht so geschafft, wie wir es hätten machen müssen. Und deshalb ist es eine Kombination aus allem. Also wir haben ganz viele gute Sachen gehabt und hätten die Möglichkeit gehabt, das vorher zu entscheiden. Das schaffen wir im Moment so nicht. Daran arbeiten wir, und wenn wir weiterhin so viele gute, auch qualitativ gute Chancen herausarbeiten, dann mit dieser Kombination, was ich vorhin angesprochen habe, mit dieser Bereitschaft, dann auch jeder den letzten Meter zu machen und konsequent zu verteidigen, dann sind wir überzeugt, dass wir eben auch wieder auf die Siegerstraße kommen. Timo, machen wir bei dir weiter. Ja, gab ja gestern die Verlängerung von Branimir Gota. Wie sehr freut Sie das, dass dieses Heckmeck um den Kapitän, diese Gerüchte endlich vorbei sind und man Klarheit hat? Ja, ich bin froh, haben alle Klarheit. So, ich habe das schon mehrfach auch hier an dieser Stelle gesagt, dass ich überzeugt bin, dass Brane hier bleiben wird. Jetzt haben wir das schriftlich geregelt und das ist auch gut so, dass das Thema vom Tisch ist, dass wir uns alle auch wieder auf das Sportliche so konzentrieren können und vor allem auch Brane, dass diese Nebengeräusche nicht mehr da sind und diese ständigen Fragen über seine Zukunft jetzt im Moment ausgeblendet sind. Das hilft sicherlich ihm und da bin ich auch überzeugt, hilft es der Mannschaft. Du darfst gleich nochmal. Ich würd gleich anschließen, weil es ist ja jetzt quasi, wie Sie gesagt haben, das Thema ist vom Tisch. Glauben Sie, dass das auch dem Brane und auch der Mannschaft dann einen Push gibt? Weil man muss auch sagen, ich habe das Gefühl gehabt, weil die Leistungen von Hürgota waren in der letzten Zeit nicht so toll, sagen wir jetzt, und dass jetzt dieses Thema vorbei ist, dass es jetzt einfach einen Push gibt für alle Beteiligten? Davon bin ich überzeugt. Also erstens, die Gruppe, die ist froh, ist Brane weiterhin da, ist weiterhin ihr Kapitän, weil er diese Sache auch sehr, sehr gut macht. Das sehen ja dann viele Leute nicht, wie er die tägliche Arbeit aussieht, wie er sich in der Kabine verhält, wie er mit den Jungs umgeht. Das ist schon sehr, sehr vorbildlich. Das darf man auch so hier sagen. Und dann
sind die Leistungen sicherlich durchzogen gewesen, auch aufgrund der Situation. So, das belastet auch ihn. Das hat man ja auch so mitbekommen, was die Zuschauer, die Fans, die werden dann ungeduldig und sagen, ja, aber jetzt stimmt die Leistung nicht, er soll sich bekennen und was auch immer. Das nagt an ihm und das hat sicherlich ihn auch irgendwo beschäftigt. Und da sind wir froh, ist dieses Thema vom Tisch, dass auch er sich wieder voll fokussieren kann und dann am Schluss die Zuschauer und die Fans auch wieder auf seine Seite ziehen kann mit befreiten und guten Leistungen. Michael? Jetzt ist eine sehr gute Transfernachricht gewesen in dieser Woche. Auf andere muss man noch warten, zum Beispiel einen neuen Innenverteidiger. Das Transferfenster ist noch 6 Tage offen. Haben Sie noch mal einen Wunschzettel für die letzten Tage hinterlegt bei Rashid Azouzi? So, wir sind da in ständigem Austausch und Rashid ist dort voll dahinter und wir sind überzeugt, dass wir am Schluss auch eine gute Sache für uns dann präsentieren und melden können. Das ist momentan noch nicht der Fall, aber er ist da voll dran. Kurze Nachfrage dazu nur, der einzige Wunsch ist dann ein weiterer Innenverteidiger. Man könnte ja auch noch sich als Trainer vielleicht auf anderen Positionen nach 6 Pflichtspielen etwas wünschen. Ja, wünschen ist dann in, was ist das, 5 Monaten, wenn ich dann Christbaum sehe, dann kann ich wünschen. Nein, natürlich sind wir im Austausch und es ist gut möglich, dass noch auf 1, 2 Positionen was passieren wird. Dann schaue ich nochmal in die Runde, gibt es noch weitere Fragen? Michael, noch eine, ja? Ja, ich hätte noch eine personenbezogene Nachfrage. Sidney Räbiger hat bislang nur 5 Minuten mitgespielt. Sie haben letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, dass es auf manchen Positionen schwierig ist, weil Spieler die Nase vorne haben. Was fehlt ihm gerade noch, damit er jetzt auch mal zum Beispiel auf der 6 ran darf, wo Max Christiansen ja auch ein kleines Leistungstief zumindest die letzten beiden Spiele hatte? Ja, da scheiden sich die Geister. So, ich sehe das nicht als Leistungstief von Max, mal so per se, vor allem auch nicht die letzten beiden Spiele. So, das einige Aktionen hatte im letzten Spiel, okay, aber das war sicherlich kein Leistungstief, so ist ein unheimlich wichtiger Faktor, der ganz viele Sachen zulaufen musste und dementsprechend hat man dann das Gefühl, dass er fehlt an anderen Orten. So, das wollen wir anders kompensieren. Bei Sydney geht es darum, dass er wieder gesund ist, er war krank in dieser Woche, anfangs dieser Woche. Und dann gibt es wirklich Positionen, die schwieriger sind und am Schluss geht es einzig und allein um die Leistung auf dem Platz und das muss jeder Spieler, inklusive Sidney, jeden Tag im Training präsentieren, dass der Trainer da nicht um ihn herum kommt und das ist der entscheidende Punkt. Du musst es über eine gewisse Zeit auch anbieten und besser sein als die anderen und zumindest auf demselben Niveau, dass du dann sagst, okay, der Spieler XY hat die Chance verdient und wenn wir jetzt über Sidney sprechen, Sidney hat die Chance verdient, wenn er das dann auch über eine gewisse Zeit so anbietet im Training. Jordan Rassar von der dpa. Servus in die Runde, hallo Herr Schneider. Jetzt wird es für viele Ihrer Spieler ein besonderes Spiel in der Hinsicht, dass es gegen den Ex-Coach geht. War das irgendwie ein Thema bei Ihnen in der Vorbereitung und haben Sie gemerkt, dass die Mannschaft vielleicht auch nochmal das extra Fünkchen mehr schuftet, weil sie es dem Ex-Trainer zeigen will? So, am Schluss ist das Spiel Hannover gegen Fürth und dass es für einige ein Wiedersehen ist mit dem alten Trainer, so, das ist Fakt und natürlich haben wir viele Weggefährte auch im Umfeld bzw. im Staff, die Stefan Leitl auch gut kennen und dementsprechend haben wir uns auch vorbereitet. Das ist kein explizites Thema gewesen in der Spielvorbereitung, dass wir auf den ehemaligen Trainer der Spielvereinigung treffen. Dann sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Ich sehe zumindest keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz und einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss. Tschüss.